Wenn ihr wieder Lust habt, mit mir mitzukommen, Burgen, Schlösser zu erleben, hier in Rottenburg am Neckar, dann bleibt dran, gleich nach dem Intro. Grad, die Sonne scheint, blauer Himmel. Was kann ein besseres passieren, wie eine wunderschöne Radtour zu machen? Ich befinde mich hier im Zollernalbkreis, oberhalb der Stadt Rottenburg am Neckar und wollte hier einfach mal eine schöne Burgen- und Schlössertour machen und nehme euch dazu mit. Das freut mich, dass ihr wieder da seid. Damit herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, nachdem ich die ersten Höhenmeter schon hinter mir gebracht habe und ich jetzt nicht auf dem Fahrrad schnaufend schwätzen wollte, bin ich gerade hier abgestiegen und stehe unterhalb der ersten Burg, die mich erwartet. Das ist die Weilerburg. Sie ist im 12. Jahrhundert gebaut worden auf Basis einer alten Ritterburg. 1280 wurde sie zu eng. Die Burg wurde auch genannt Alt-Rotenburg. Ihr hört richtig, Rotenburg. Die Stadt unten heißt Rottenburg, wurde später erst umbenannt. Circa im 14. Jahrhundert wurde diese Burg komplett zerstört von den Hohenzollern und wurde dann nur noch teilweise als Jagdschloss benutzt. Nun, genügend der Information. Ich setze mich jetzt aufs Radl, versuche den Berg zu erklimmen und wir sehen uns gleich oben. We'll be right back.
oben angekommen. 550 Meter über NN. Die Weilerburg. Hinter mir steht noch der große Turm. Hintergrund: 1407 wurde der komplette Burgbau hier oben von den Hohenzollern zerstört. Und ja, es war eine Ruine, bis 1874 aus den Resten hier der Turm gebaut worden ist als Aussichtsturm. Und dieser ragt über die Wälder der Zollernalb direkt auf Rottenburg am Neckar runter. So, ich hoffe, jetzt habe ich alle Informationen gegeben. Wunderschönes Örtchen hier, ich habe euch gerade gezeigt. Hier oben sind ist eine Grillstelle und Bierbänke. Hier oben darf durchaus ein wenig gefeiert werden. Nur, naja, ne, ihr wisst warum, zurzeit nicht. Ich gehe jetzt wieder oder fahre wieder den Wald runter und werde schauen, wo es dann jetzt lang geht. Viel Spaß. Just hope that we're still okay. You always pick me up and let me down. We're spinning around, losing our minds. Damned if we do, damned if we don't. Damned if we give in what we want. And I always pick you up. Wunderschön bis hierhin, nur ich sehe hier ein anderes Problem. Wenn er so weiter bergauf geht, dann wird es mit dem Akku relativ eng. Und ja, somit sollte ich wohl mir Gedanken über Akkumanagement machen, weil die Berge hochschieben, habe ich keine Lust. Wunderschönes kleines Dorf und ich liebe Fachwerkhäuser. Wunderschön, findet ihr nicht auch? Schreibt es doch mal unten in den Kommentaren. Erfreut ihr euch auch darüber, wenn Häuser, Bürger, Bürger, Häuser, Burgen, Schlösser erhalten bleiben für die Nachwelt und gepflegt werden? Also ich finde das toll und ja, ohne diese Burgen und Schlösser gäbe es diese Tour nicht.
Hinter mir das Hierlinger Schloss, erbaut 1563, mehrfach umgebaut, mehrfach wieder ausgebaut und auch wieder zerstört. Ja, so ist es halt mit den Traumschlössern. So, während hier jetzt im Steinbruch kräftig gearbeitet wird, man hört es wohl, muss ich jetzt die 18% den Berg hoch. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich fahre heute fast nur den Berg aufwärts. Also, nicht lange schwätzend, schaffe. It's like we're running in circles, going around every day. Getting stuck in the hurdles of yesterday. Don't you wanna go further? Schloss Wachendorf. Der Grundstein dieses Gebäudes wurde im 11. Jahrhundert gelegt. Ein mittelalterliches Steinhaus war die Grundlage für 1555 Umbau zum Doppelschloss. Wunderschön. It's like we're running in circles, going around every day. Es geht ja auch mal wieder bergab, ne? Warum muss ich mich immer bergauf schuften? Ja, aber die Freude war bestimmt nicht so groß, weil, wie wir schon immer mal gesagt haben, alles was bergab geht, geht auch irgendwie wieder bergauf und sonstiges. Ja, aber wir hatten ja vorhin das kurze Akkuthema. Mein Management war bis jetzt ganz gut, hoffe ich zumindest mal. Ich habe noch 25 Kilometer, habe noch 63% im Akku und wenn jetzt die Berge doch nicht so arg hoch werden, soll das wohl hinhauen. Getting stuck in the hurdles of yesterday. Don't you wanna go further away from the fray? Ja. Das war jetzt wirklich eine rasante Abfahrt. Einfach so mal die Straße und die Serpentine runter. Musste ich es gerade ganz schön gut festhalten. Ja, jetzt geht es hier über so einen kleinen Schotterweg durchs Tal. Stand der Dinge, Rottenburg am Neckar sind 15 Kilometer. Ich muss jetzt erstmal gucken. Ich habe mir gerade bei der Bäckerei ein paar Brötchen geholt. Ich muss jetzt was essen. Wir haben nämlich mittlerweile mal 14 Uhr und so langsam aber sicher knurrt der Magen. Let's not get stuck in our worries. We'll make our way. Won't you come outside where the sunflowers bloom? Look up to the moon. I'll meet you outside. Eigentlich hätte ich mir denken können, dass eine Burgen- und Schlössertour immer irgendwie bergauf geht. Weil sie liegen ja nun mal immer wieder auf den Bergen. Und ja, die freudigen 17%, die ich gerade runter durfte, quittiere ich jetzt mit 18% wieder bergauf. So ist das.
Jetzt sind wir oben auf Schloss Weitenburg. Schloss Weitenburg wurde erstmals erbaut 1062 als alte Ritter- und Wehrburg. Im Laufe der Jahre immer wieder mal umgebaut, seit 300 Jahren hier im Besitz eines Herzoges und heute Hotel und Restaurant. Wunderschön hier oben, gehe jetzt noch mal kurz mit euch durch den Schlosspark. So, da habe ich doch eine Bank gefunden. Da werden wir jetzt erstmal Pause machen. So. Kaffee. Brötchen. Jetzt muss erstmal was rein. Es ist schon 20 vor 3. Ich habe Hunger. So, das war jetzt echt notwendig. Ich hatte richtig Hunger. Gut, 15 Uhr wird es dann noch mal Zeit, dass man da was reinkriegt. Zu der Tour. Ja, wunderschön. Schöne Schlösser. Aber man muss sich natürlich auch bewusst sein, dass es sehr viel bergauf geht. Und ja, ist anstrengend, aber macht Spaß. Gut. Ich glaube, dass ich mit meinem Akku hinkomme. Da habe ich ja gerade dran gezweifelt. Ich denke, das wird funktionieren. Ja, ich bin jetzt 12 Kilometer vor Rottenburg am Neckar und bin gespannt, was da noch kommt. Fahren wir weiter. Ja, Steinhaufen mitten im Wald. War da nicht irgendetwas, wenn man am Wegesrand kommt und man nimmt einen Stein, dann sollte man den da oben drauflegen. Das tue ich jetzt erstmal. So, ich werde jetzt den hier mal drauf platzieren. Aber ich weiß gar nicht, was das für eine Tradition ist. Bringt das Glück? Muss man sich was wünschen? Ich weiß es nicht. Wenn ihr es wisst, schreibt es doch mal gerne in die Kommentare. Aber man macht ja gerne was nach, ne? Weiter geht's.
Ja, dieses Waldstück, wo ich fahre, ist gespickt mit Informationstafeln über das Mittelalter, über die Wege, die hier auch zu Handelswegen genutzt worden sind. Ja, kleine mystische Geschichten, wie das halt so früher war mit Hexen und Konsorten. Ja, sehr interessant. Ja, also der Weg hier durch den Wald ist dunkel, richtig verwunschen. Also, ja, wie gerade auch das Schild schon gesehen, dass sich hier mal Räuber versteckt haben, kann ich vorstellen. Also richtig dichter Wald, selten sowas gesehen. Sehr schön. Ja, wenn schon, Schlösser und Burgen gehören ja auch oder gehört ja auch Geschichte dazu. Wir haben jetzt wirklich eindrucksvolle Schilder und Erklärungen im Wald gefunden. Und ja, jetzt habe ich gerade abgebremst, weil mich das auch interessiert. Die römische Wasserleitung von Obernau nach Rottenburg. Das ist schon imposant. Die Römer haben hier 7,16 Kilometer ja, Steinwege verlegt, um Wasser bis nach Rottenburg runterzubekommen. Ja, schon sehr interessant, denn die waren schon damals wahnsinnig intelligent, die Römer. Ja, jetzt bin ich auf ein kleines Stück vom Neckartalradweg ja, und ich habe den Neckar jetzt gerade mal in seiner vollen Größe gesehen, weil so zwischendurch war jetzt wenig davon zu sehen. Ja, kurzes Fazit der Tour. Es sind noch 5,5 Kilometer bis Rottenburg, also wir nähern uns dem Ende.
angekommen in Rottenburg am Neckar. So, ihr Lieben, ich bin wieder angekommen. Kurzes Fazit. Die Burgen- und Schlössertour. Wunderschön. Wie ich schon sagte, natürlich auch mit sehr vielen Höhen, aber auch Tiefen. Das ist auch schön. Aber es hat mir sehr gut gefallen. Die letzten Bilder, die ihr gesehen habt, war jetzt Rottenburg am Neckar. Hinten nochmal schön durch die Stadt durch. Ja, es war einfach toll. So, es ist jetzt 18 Uhr. Ja, so langsam möchte ich auch ganz gerne nach Hause. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart. Ich bedanke mich für alle Abos, die jetzt natürlich dazukommen. Solltest du aber noch kein Abo gemacht haben, ne, das geht da unten, ne, und die Glocke, damit ihr so ein Content nicht mehr verpasst. Ich freue mich auf meine nächste Tour. Ich freue mich auf euch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.